Miau, mi, mai, mi. Miau, mi, mi. Dear Gretchen Faust, my whiskey friends, welcome to my whiskey chow, whiskey dog. Yeah, what's the crack, whiskey up, my multi mates? Ich hoffe, es geht euch gut. Yeah. Ich habe am Anfang die Sprache kühisch gemacht, also in Gaelic heißt es Gaelic Catalyst, und das ist die Kühlsprache, falls ihr nicht kennt. Okay, so, was haben wir heute für ein Whisky? Ja, yeah, wir haben heute ein Blended Malt Whisky oder Blended Scotch Whisky. Na, Blended Malt Whisky. It's not a Blended Malt Whisky, it's a Blended Scotch Whisky natürlich. Ein Blended Scotch Whisky. Und der Name ist von diesem Whisky Black Ball. Black Ball, und das ist der K. Hier haben wir ihn. K. Low. K. Low. Ja, ich werde ihn jetzt mal eingießen. Ja, dieser Whisky kommt von den unabhängigen Abfüller Duncan Taylor. Und die bringen ja viele schöne Whiskys auch raus, muss ich sagen. Oh, schöne Fruchtmutter schon. Ja, und von diesem Whisky, also Black Bull Whisky, gibt es verschiedene Whiskys. Und zwar, was ich davon kenne oder gehört habe, kenne nicht persönlich jetzt. Oh, Duncan Taylor kenne ich, ja, da gibt es einen 8-Jährigen, einen 10-Jährigen, 12 gibt es, glaube ich, 18, 21, 30 und sogar 40 Jahre alten Whisky. Ja, dieser Whisky ist nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt und kommt mit, ja, boom, 50% Alkoholvolumen. Ja, vielleicht macht das sowas aus, weil diese, Kailau, diese Kailau Cattles, also die leben in den Highlands. In der Speyside kommt dieser Whisky her, beziehungsweise Speyside Whiskys sind da drinnen. Aber jetzt wollen wir erstmal eins nach anderem machen. Erstmal sagen über die Cattles. Ja, das sind Highland-Kühe und das sind kleinere Kühe. Die sind ganz schwarz und diese Kühe sind zäh, kräftig und die halten sogar richtig viel aus. Und wenn starker Winter ist, auch Schnee oder so, macht denen nichts aus. Die sind halt richtig stark, sag ich mal, und zäh und halten da auch starke Winter aus, so wie ich. Ja, das sind so meine Kumpels. So. Ja, und schmecken auch gut. Obwohl sein Kumpel ist man ja nicht. Okay. Ja, die Farbe kann ich nicht sagen, ob gefärbt ist. Ich denke mal, ist aber, glaube ich, gefärbt. Der Whisky hat einen großen Anteil an an Cherry-Whiskys drinne. Er ist vorher gereift in Refill-Bourbon-Fässer und hat auch einen, ja, kleinen Anteil oder ein bisschen mehr Anteil, glaube ich, an Grain-Whisky. Aber der größte Anteil sind wohl Cherry-Whiskys da drinne. So, what we do, we might nosing. Woo. Also in der Nase kommt's, knallt schon gleich rein. Kommt aber gleich, nachdem es vorher ganz schön in der Nase gezogen hat, kommt Honig ganz schön. Dann so wie Blumen, wie Heide, so finde ich, so Blumen. Blüten. Vielleicht kann man doch sagen, Blütenhonig. Yeah. Aber eine Nase zieht er trotzdem noch. Man sollte nicht zu nah. Oh, die Nase zu stark reinmachen. Ja. Die Süße bleibt natürlich angenehm. Jetzt verfliegt schon. Jetzt verfliegt etwas. Ist einfach süß. Bisschen nussig noch, kommt jetzt hinterher. Ein bisschen Nattis. Ja. Aber am allerstärksten ist der Honig. Jetzt merkt man was vom Cherry etwas. Jetzt, den man am Anfang hatte, ich den gar nicht dran. Oder drin in meiner Nase, der jetzt etwas rauskommt.
Ja. Jerry wird etwas doller jetzt. Okay, before we drink, we make a toast, an Irish toast, and it calls, May your life to be 100 years, with one extra year to repent. Slain sure. Ui, er feuert ganz schön auf meine Zunge. Hey, doch. Oh, da finde ich, man merkt doch die 50% Alkoholvolumen. Jetzt verfliegen sie. Aber jetzt kommt schön. Jetzt kommt die Zart-Bitter-Schokolade heraus, die man vorher gar nicht in der Nase hatte, ich das überhaupt nicht. Aber sie kommt jetzt raus. Dann so, ja, so kandierte Äpfel, finde ich. Leichte Zitrone, aber nicht so viel Zitrone, so doll oder so. Nee, leichte. Ja, der Honig bleibt mit der Süße. Ja, vielleicht ein bisschen Vanille jetzt noch, so Vanilleschote. Jetzt brennt er auch nicht mehr in der Nase, jetzt kann man Nase auch mehr reinmachen. So. Ja, jetzt brennt nicht mehr so. Und bleibt die Süße, die bleibt. Ich weiß gar nicht, warum heute laufen die Traktoren wieder vorbeifahren. Ist heute wieder Tracker-Demo? Oder Traktor-Demo? Na egal, wir machen ihn nur sehen. Okay. Telefon? Nee, nee, diesmal nicht. Diesmal nicht. Nicht immer Telefon hier, ja, aber bei Video. Ja, da guckst du was. Multi-Mull-Hat. Ich finde, ja, jetzt brennt er nicht mehr so doll. Jetzt kommt der Honig noch mehr raus beim zweiten Schluck. Ich denke mal, ein bisschen stehen lassen wird noch süßer. Ja, es ist ein mittellanger Abgang, sage ich jetzt mal. Schöne Süße. Cherry kommt auch raus wieder. Ja. Das Whisky jetzt kostet so um die 18, 19 Euro ungefähr. Ja, für ein Blended Whisky ganz gut gelungen, sage ich jetzt mal. Für den Preis sowieso, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super. Whisky, ja, muss man ihn haben, muss man ihn nicht haben. Boah, muss man nicht. Uff. Normal, sage ich jetzt mal. Ganz normales Ding. Ist jetzt nichts, was so Besonderes oder so, sage ich jetzt mal. Es mir geht. Ist eigentlich ganz lecker. Aber jetzt auch nicht so wieder überfett lecker oder so. Ja, man kann ihn haben, man muss ihn aber nicht haben. Wenn ihr mal probiert, irgendwo probieren, wenn ihr ihn irgendwo mal probieren könnt, könnt ihr mich machen. Kaufen, ja, kann ich. Ich sage jetzt mal so, ich habe auch mal gehört, dass manche sagen dazu, den kann man auch die Einsteiger empfehlen. Einsteiger würde ich nicht empfehlen. Vom Geschmack her ja, aber dann mit Wasser verdünnt, weil 50%, die hauen am Anfang ganz schön rein. Die haben sogar bei mir, der jeden Tag ungefähr 10 Flaschen Whisky trinkt, ganz schön reingehauen. Nein, Scherz. Aber die haben mir eigentlich ganz schön reingeknallt, muss ich sagen. Ja, und deshalb Einsteiger nicht. Wie gesagt, aber mit Wasser könnt ihr Einsteiger auch geben, ja.
Okay, dann würde ich erstmal sagen, dann wieder mal bis zum nächsten Mal und see you later, Alligator Slan.